Meine Leben sind schon noch 7 Stück. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was ich machen musste, um das... Beziehungsweise, ob die 100% mit dem Spiel irgendwas gebracht haben. Ah. Mist. Gib mir die Herkulade. Ah. Verdammtes Mistvieh. So, den Gott befreien. Jetzt müsste der nächste kommen. Ja. Und es ist eindeutig der Feuerheini. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Wow, und ich habe keine Ahnung mehr, wie man dem alles ausweichen soll. Drei Feuerbälle. Okay. Habe ich eingangs auf jeden Fall schon mal ziemlich stark getroffen. Das U habe ich auch übersehen. Na super. Okay. Das hätte ich auch geschafft. Und hier ist wieder ein Hermes-Speicherpunkt. Das heißt, ich habe bestimmt wieder den nächsten Titanen erreicht, oder was? Ja, scheinbar schon. Ja. Dessen Name kenne ich auch nicht. Aber wenn's wie den anderen Titanennamen sind, könnte der eine Magmaros und der andere Tornados heißen. So. Stört mich, dass ich nicht weiß, wo die zwei Buchstaben sind, die ich übersehen habe. Und das S, wenn ich weiß ich auch nicht, ob ich das noch finde. Ich hoffe, die Buchstaben sind nicht so wichtig. Oh Mann. Das ärgert mich so ein bisschen. So. Das ist das Ziel. Zeus. Mein Vater sozusagen. Also für Herkules. Der Film hat auch so ein Ich bin dein Vater Zeug, ne? Ich habe drei Buchstaben übersehen, das ist echt traurig. Naja, aber das ist schwer bei dieser Mission alle Buchstaben zu finden. Oder alle Münzen. Gut gemacht! Ausgezeichnet! Yeah. Ich werde jetzt einfach mal nicht speichern. Der Schlund der unendlichen Qualen. Ah, und an das Level habe ich mich vorhin erinnert, als ich in der Zyklopen-Mission war. Denn das ist auch ein Rennlevel. Ich bin in der Unterwelt
Ich will mich nämlich jetzt Hade stellen, damit ich Mac wieder bekomme. Wow, da war der Buchstabe. So, und ich weiß jetzt halt nicht. Normalerweise kommt danach noch ein Endkampf gegen Hades. Blöderweise kann ich mich... Oh, da ist Hades. Blöderweise kann ich mich nicht dran erinnern, ob dieser Endkampf Standard war, weil ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich damals immer totale Probleme hatte, weil ich glaube, das Level oder das vorletzte Level, das Level davor, waren irgendwie immer das letzte Level für mich. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich Game Over gegangen bin, aber ich habe ein paar Mal den Endboss erreicht und ich weiß nicht, ob ich dafür 100% brauchte, deswegen habe ich mich jetzt über diese Buchstaben, die ich gerade in der letzten Mission nicht gekriegt habe, geärgert. Wenn es nämlich wirklich davon abhängt, dass ich 100% habe, dann, ja, muss ich extra nochmal offscreen das nachspielen mit 100%, dass ich Hades überhaupt herausfordern darf. So. Das würde ich ganz gerne vermeiden. Okay. Mist. Und hier kann ich mir den Weg aussuchen. Gehen wir mal rechts. Ich kann nicht mehr rechts lang gehen. Okay. Gehen wir jetzt links lang. Der nächste Buchstabe. Und ich habe verfehlt. Nein. Ich will sterben. Ich will sterben. Wo? Lass mich sterben. Ah, hier kann ich in den Abgrund fallen. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, die Buchstaben alle einzusammeln, dann würde ich das auch tun. So. Oh, ey, in dem Level habe ich mich früher immer ziemlich gegruselt. Irgendwie. Keine Ahnung, weil das ist dann doch schon ein bisschen düster gehalten. Für das bisher recht harmlose Universum. Und das war... Naja. Gut, ich sammle halt einfach nur alles ein, ne? Habt ihr ja kein Problem mit. Hades ist wieder da. Ein paar Feuer. Ein bisschen Feuer hinschmeißen. Ja, ja, ich weiß schon. Spasti. Wow, wie konnte ich den bitte verfehlen? Das ist U. So. Aua. Ich habe keinen weiteren Buchstaben gesehen, den ich hätte übersehen können. Ich gehe also mal davon aus, dass ich alle Buchstaben an der Stelle habe. So, hier sind wieder haufenweise Skelette. Aua. Da ist ein Buchstabe, ich sehe ihn. Das L. Das heißt, es sind nicht mehr so viele Buchstaben. Nur noch zwei. Bam. Wieso hat es jetzt abgebrochen?
Keine Ahnung. Okay. Da ist es eh. Du bist mir im Weg, wisst ihr das? Aua. Okay. Gleich haben wir es geschafft. Und dann kann ich sehen, ob ich mich dem Finale des Spiels überhaupt widmen darf, oder... Naja. Okay, mit den Schuhen komme ich da ran. Da ist es. Nein, ja damit. Gut. Und da ist die Kammer des Hades. Bitte sag mir, dass das Spiel noch weitergeht und nicht einfach zu Ende ist. Ja, toll gemacht, Leiner. Kompliment. Hey, du wirst mit 0, nichts eine Legende sein. Ah ja. Heldenstufe Weichei, ist mir egal. Zum Weiterspielen X drücken, ja. Du machst doch gern Geschäfte. Ich biete dir mein Leben für Mac. Oh, der Sohn meines schlimmsten Rivalen auf ewig gefangen im Fluss des Todes. Zum Ersten? Könnte da ein Haken sein. Zum Zweiten? Ja, okay, 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 okay. Du kriegst sie frei. Sie geht, du bleibst. Im Sog der Seelen. Das war, glaube ich, das letzte Level, oder? Wie wär's denn mit ein bisschen mehr Feuerkraft? Ja, der Kampf gegen Hades. Ich habe keine Ahnung mehr. Gib endlich auf, Hades! Wie wär's damit? Hier! Okay, der hält eine Menge aus. Die HP wird nicht gespeichert, oder? Von Hades. Tut das weh? Stimmt. Nee, natürlich nicht. Der Fight ist wirklich schwierig. Wie wär's denn mit ein bisschen mehr Feuerkraft? Friss mal mein Feuer, das ist voll zielsicher. Tut das weh? Stimmt.
So. Okay. Man muss den bloß oft genug treffen. Du wirst nie gewinnen, Hades. Oh, das Feuerschwert wäre ziemlich nützlich. Ach, verdammt. So. Mehr HP ist immer gut. So. Du wirst nie gewinnen, Hades. Ich hab ihn gleich. Wunderbar. Wir müssen einfach bloß irgendwie ein Bewegungsmuster halten. Dann ist er machbar. Aber ansonsten ist er doch ziemlich stark. Luftschwert. Vielleicht den Treffer auch gerne mal inkassiert. Geht er da hoch? Du wirst nie gewinnen, Hades. Oh, er ist besiegt. Ich glaube, das war's. War's das? Das war's. Gut, ich glaube, das war auch das letzte Level. Puh. Damit hätte ich es geschafft. Regel Nummer 96, zielen! Ja, ja, Schwächling, ich leck mich. Wie, was speichern? Ich kann nicht gerne mal speichern, aber ich glaube nicht, dass es großartig noch weitergeht. Ich denke, ich mache übrigens 15 Minuten Folgen. Oder beziehungsweise vielleicht auch, keine Ahnung, mal gucken. Wahrer Held, ja. Das klingt nach Finale. Nicht an der Größe seiner Kraft gemessen, sondern an der Kraft seines Herzens. Credits. Ja, das Spiel war ziemlich film nahegelegen. Demzufolge ist es natürlich auch leider nicht sehr lang. Ich finde das Spiel aber trotzdem ziemlich genial. Schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Für mich war es eins der besten Spiele, die ich gespielt habe, mal so als für zwischendurch. Kann sie natürlich nicht mit vielen anderen messen, aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, das Spiel zu spielen. Besonders wenn man es noch nicht so auswendig kennt wie ich. Naja, was heißt die Auswendigkeit? Ich wusste gar nicht mehr, wo alle Buchstaben und so sind. Aber man hat gemerkt, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe.
das ist eigentlich auch gar nicht so leicht, sag ich mal. Beim ersten Mal spielen kann das Spiel schon recht hart sein. Aber ansonsten ging's eigentlich. Naja, und damit ist im Grunde auch dieses LP abgeschlossen. Jetzt werden noch die zwei anderen LPs, die jetzt parallel zu diesem Spiel gelaufen sind, abgeschlossen. Also, wenn sie nicht schon sind, Faxanadu und Battle of Olympus. Ich weiß nicht, wie lange ich für diese LPs jetzt endlich brauchen werde. Da das hier das erste von den dreien, das ich aufgenommen habe. Ja. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Und tschüss. Beziehungsweise wenn die Credits zu Ende sind. Ach ja, lange Credits, langes Spiel. Naja, langes Spiel kann man nicht sagen, aber lange Credits. Auf jeden Fall hat das Spiel ziemlich viel abwechslungsreiche Elemente. Das muss man dem Spiel auf jeden Fall gut halten. The End! Na bitte. Und jetzt ist wieder das Startmenü, oder wie? Ja. Gut, okay. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.